herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufgabe Witcher 3, meine Freunde. Ja, wir finden uns gerade auf dem Weg zu einer Quest hier oben. Warte. Wie hieß sie? Großwildjäger befinden wir uns. Ihr seht, ist da oben, ist jetzt nicht so weit weg. Die Atmo hier im Raum könnte sich ein bisschen verändert haben in der Aufnahme. Das liegt daran, dass mein Rechner kurz an einem anderen Ort platziert wird für diese Aufnahmesession. Und danach geht es an dem üblichen Ort weiter. Komm doch mal her! Bitte! Ich habe leider auch keine Ahnung, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Nicht so schnell, Plätze. Außer irgendwie diesen Flug zu brechen. Aber falls ich da irgendwas versprochen haben sollte, vergesst es. Ich habe keine Ahnung mehr. So, als allererstes sehe ich nämlich, wir haben noch unsere komische Toussaint-Ritterrüstung an. Die würde ich gerne ausstellen, aber zuvor auch gerne unseren Kram anlegen. Und ich will mal kurz speichern. So. Okay, die Rüstung. Ich weiß nur gerade überhaupt nicht mehr. Hatten wir schon da was zu tun mit? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Weil wir haben noch keinen Bonus. Ist die so viel besser? 2. Ich vergleiche mal so ein bisschen. Aufschlitzen. Wow, Elementare sind 7. Okay, aber sonst nicht wirklich. Nee. Ich glaube, Ich vermute, wir basteln die uns auch. Aber, jetzt kommt das Aber. Nur, weil ich versuchen wollte, sie auszustellen, glaube ich, war es. Das war der einzigste Grund. Sonst hatte ich gar keinen. Was kann ich denn da reinmachen? Ach, die Armbrust. Machen wir das doch mal. Ja, passt. So. Dann quatschen wir noch mit dem Typen hier. Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob. Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Wesen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde. Wie Schweine. Schwarz und haarig. Bäh. Spinnen alles ein. Bäh. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Habt ihr's Hauptsache, gesehen? Du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Das Wichtigste zuerst. Bah. Reden wir über meine Belohnung. Ich hasse die Viecher. Komm, 165. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Ich wusste, dass wir uns einig werden. War ja klar. Gut, dann wollen wir den mal erst übernehmen. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Ich frag mich gerade, Winzeraufträge, bauen die dann für uns Wein an vielleicht? Du machst Berge aus Maulwurfshügeln, Durst. Ich werde mir was zu trinken. Behauptet der Graf von sowieso zu sein. Graf von Gommerwart und Überschleim. Darf ich da rein? Papa, da passt. Sprechen wir mal. Graf, wenn du gestattest, ich glaube, Wilma hat. Die Knie rüsten wir mal aus. Okay, das sind auf jeden Fall ein paar. Ich würde am liebsten absolut gar nichts tun. Ach, diese Viecher sind so eklig. Warum muss ich denn da? Ich will nicht. Schnell wieder zurück. Ah.
Anamorg, neuer Eintrag. Kann gerade. Ah, ich wollte sagen, ich kann die ganze Zeit kein Flammending einsetzen. Eklig, habt ihr gerade gesehen, wie nah das war? Boah, es ist eklig. Boah, es ist echt ekelhaft. Alter. Oh nein, ey, das ist große Vieh. Ich versuch die mal einzulocken. Kommt die? Oh, Alter, du Drecksbastard. Fresse, okay, die haut ordentlich rein. Die Kleinen sind nicht mehr so stark dann. Aber sie halten immer noch eine fucking Menge aus. Kranke Scheiße. So. Reparatur für meine Waffe. Ja, 40 ist in Ordnung. Was haben wir jetzt wieder? 89 und 63, komm. Wenn wir schon dabei sind, ne? Ja, also ganz ehrlich, bevor ich jetzt wieder zum Auftraggeber zurückkehre, will ich die Hülle natürlich erst komplett unter die Lupe nehmen. Ha! Mir ist vorher noch gar nicht aufgefallen, dass bei diesem... Ob seht ihr oben diese Himmelsrichtungsanzeigen? Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich bin so, hä? Und das hier? Ja, scheint auch in der Mod Friendly Hut drin enthalten zu sein. Vielleicht kann man es ausschalten, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Irgendwie... jetzt nicht so wirklich. Wie ich sehe, haben wir auch den schweren Gang genommen, natürlich. Also ja, alle Spinnenviecher erwischen. Ah. Gibt es was Neues? Tod. Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Wollt ihr Wein für mich brauen? Bist du schon lange im Weinhandel? Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich wollte Alchemist werden, aber das genaue Abmessen ist nicht so meins. Und jetzt mache ich in Weinen. Das ist angenehmer. Man trinkt bei der Arbeit und keiner beschwert sich. Verstehe. Nüchtern kann die Welt bisweilen unerträglich sein. Ja. Ich wollte was kaufen. Vielleicht auch was verkaufen. Hat er denn so? Händler. Boah, der braucht immer mächtig zum Laden. Das ist ja krass, krass, krass. Ah, Trank der Leerung hätten wir hier, falls wir unsere Punkte mal neu verteidigen wollen. Ne? Und ein Wiederherstellungstrank, was mal? Ah, okay. Nö. Oh, Mutter G, Okay, gleich so ein Rot in Blau.
Solange wir die nicht kennen, ne, kann ich die eigentlich kaufen. Grün, blau und rot. Was haben wir hier? Die würde ich... Jo, was haben wir hier noch? Wir haben... Ja gut, wir haben genug Kohle noch. Also alles easy going, ne? Easy going. Kriegen wir Rabatt oder was soll das da unten heißen? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss Rezept zum Beispiel in 6 drin. Ja, komm, naja, gut. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Überlegenes schwarzes Blutwurm, das könnte geil sein. Tanzender Stern, Teufels. Nee, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht so unbedingterweise noch. Das ist jetzt alles hinfällig mittlerweile. So. Ich mach mich wieder auf den Weg. Bis dann. So. Mann, ich würde am liebsten absolut gar nichts tun. Wahnsinn. Hier läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Sowas soll vorkommen, habe ich auch gehört. Ach, das war das. Ah ne, da. Wollte gerade sagen. So, Griff, Bal, Belal. Ah, du bist Graf Belal. Belal. Spielt mal mit dem. Eure Sorge rührt mich, Männer. Wirklich. Aber ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Vergebt mir. Aber ich gehe vor wie geplant. Ah, da ist ja meine Begleitung. Hallo. Sei gegrüßt, Weißer Wolf. Sicher hast du meine Nachricht gesehen. Ach, dumme Frage. Du bist ja hier, also hast du sie gesehen. Vergib mir. Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Graf Beledal und ein großer Bewunderer deiner Taten. Danke. Das hört man als Hexer nicht oft. Aber Herr Graf, du willst doch nicht nur mit diesem Hexer reisen. Sicher, er mag ein zäher Bursche sein, aber deine Expedition ist zu riskant. Es ist nicht gerade klug, uns nicht mitzunehmen, wenn ich das sagen darf. Du übertreibst, Wilma. Ich werde wohl einen halben Tag überstehen können, ohne dass mir jemand den Hintern wischt. Meine Wächter lamentieren, Hexer. Aber du musst ihnen vergeben. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Wie du gewiss der Nachricht entnommen hast, habe ich einen außergewöhnlichen Auftrag für dich. Ich bin ein Naturfreund, Hexer. Ein Liebhaber der Wildnis. Und in Toussaint gibt es viele Arten, die man sonst nirgends findet. Ich würde dich bitten, mich auf eine Expedition zu begleiten, die den Zweck hat, diese Arten zu bewahren. Klar. Natürlich sollst du mich beschützen, falls nötig. Weißt du, meine Wachen haben die Augen überall und melden meiner Frau jeden Leichtsinn, wenn ich auch nur einen Kratzer abbekomme. Und dann wehe mir. Okay. Graf Beledal, der berühmte Geflügelzüchter, nicht wahr? Das war mein Großvater. Guter Mann. Ich selbst handle mit Wein. Ich importiere die feinsten Jahrgänge in meine Heimat, Covier. Deswegen bin ich so oft in Beauclair. Und bei meinen Besuchen genieße ich eben auch die Natur. Und dazu brauchst du wirklich einen Hexer? Du hast doch deine Wachen. Nimm die und spar dir das Geld. Das könnte ich machen. Aber die Männer brauchen auch mal frei und müssen sich entspannen. Nicht wahr, Jungs? Außerdem mangelt es mir nicht gerade an Geld. Warum also nicht? Ah, hier geht es also um einen reichen Mann, der sich zu Tode langweilt und das Abenteuer sucht. Außerdem geht es um Clarissa, die... Wilma, bitte. Die was? Meine Tochter. Ich bringe ihr immer etwas von meinen Reisen mit. Ein Souvenir. Sie freut sich jedes Mal so. Aber wir wollen nicht von meiner Familie reden, sondern von unserem Vorhaben, nicht wahr? Ja, aber würde mich trotzdem interessieren. Ich muss ein paar Einzelheiten wissen, bevor ich etwas sagen kann.
Wohin gehen wir und was genau ist meine Aufgabe? Allgemein gesprochen werden wir die regionale Flora und Fauna bestaunen. Und dabei bewahre ich vielleicht dies und das. Bewahren? Ich habe da so ein Gerät, weißt du? Einen Parästhesiomaten. Er fängt Abbilder ein. Parästhesio wie? Er ist eine Art transportables Megaskop, das Augenblicke einfängt und in Illusionen verwandelt. Die nehme ich dann als Vorlage für Bilder. Ich soll also mitkommen, um Pflanzen und Tiere zu begutachten? Darauf läuft es wohl raus, ja. Allerdings musst du zuerst herausfinden, wo die Kreaturen, die ich bewahren will, nisten. Ich kenne ihre Reviere nur ungefähr. Tja, und wenn es Ärger gibt, haben wir dein Schwert zur Hand, was? Also, abgemacht? Ja, reden wir erstmal über die Bezahlung, ja, mein Lieber. Ungewöhnlicher Auftrag. So ist es. Und ich bin bereit, eine üppige Summe springen zu lassen. Es macht dir doch nichts aus, mir zunächst den genauen Betrag zu nennen. Natürlich nicht. Sag mir einfach, was du bekommen möchtest. Einen üppigen Betrag, 200, ja, mhm. Vortrefflich. Abgemacht. What? Fick. Ich hätte mir mehr verlangen sollen. Klingt ja nicht schwer. Ich wäre froh, mal was Schönes zu machen. Wunderbar. Hier, deine Karte. Bevor ich hierher kam, habe ich mehrere Jäger aufgesucht. Sie haben die Habitate der interessantesten Arten in die Karte eingezeichnet. Gute Idee. Das spart uns Zeit und wir müssen keine Spuren lesen. Brechen wir auf? Ja, brechen wir auf. Das Licht ist gerade ideal. Okay, sieht schon ziemlich verrückt aus, aber cool. Auf jeden Fall sehr cool. Graf Bela als Karte. So, wir haben zwei Orte. Das ist einmal bei den Hügeln. Diese Stelle kommt mir sehr bekannt vor. Und hier ist der Fluss. So. Vergleichen wir doch mal auf unsere Karte. Das ist hier. Und da war der Fluss. Das lag doch gerade so. Ach du Scheiße, wo müssen wir denn da hin? Ich habe die Karte. Also gehe ich am besten voran. So. Wärst du nicht lieber mit deinen Wachen hier? Ach was. Es ist himmlisch. Ja, yeah, redet. Ah, okay. Jetzt kriegen wir sie angezeigt. Alles klärchen. Sie hin und wieder los zu sein. Glaub mir. Sie sind die reinsten Glucken. Ich will die Natur genießen und bewahren. Ich will nicht erleben, dass sie wegen übertriebener Angst um mein Leben zerstört wird. Und wenn die Natur uns angreift? Dann bleibt uns keine Wahl. Ich will nicht als Beute enden. Du? Aber solange alles ruhig bleibt, müssen wir nicht provozieren. Das ist mir ganz besonders wichtig. Na dann werden wir das doch tun. Können wir ticken? Ja, sehr elegant. Okay, der ist sehr langsam, der Mann. Der ist richtig langsam. Ich glaube, wir sollten normal so weiterlaufen, dass der wenigstens ein bisschen hinterherkommt, die Lusche da, ey. Unfassbar. Also wird das nix. Oh, jetzt kann er Schritt halten. Jetzt kann er Schritt halten. Komm, mein Graf. Wir ziehen jetzt mal davon. So. Aber der hat scheinbar nicht so viel Ausdauer, der Kerl. Zum Lager Riesentausendfüßler. Was? Komm schon, junger Mann. Ich habe mich den ganzen Tag hier Zeit, ne? Junge, Junge, Junge. Schlimm, 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 ja. Schlimm. So, ich würde sagen, wir gehen da hinten über den Feldweg rein. Schon. Ah.
Viecher. Wir haben uns ein bisschen überrascht, aber ich habe sie meisterhaft gekillt. Achtung, Killerkaninchen. Den. Was ist das? Der Städte, die befreien muss wahrscheinlich. Das können wir vielleicht auch noch machen. Aber wir gehen erstmal hier runter.